Dich habe ich doch an Verstand gewöhnt. Wann soll ich ausziehen? Morgen. Wenn du willst. Selbstverständlich. Warum sagst du jetzt nicht nein? Aber du hast doch selbst gesagt. Was habe ich gesagt? Vielleicht wollte ich nur hören. Das habe ich gesagt. Nicht sehr überzeugend. Meintest du das alles nicht im Ernst? Doch. Jetzt schon. Aber vorher nicht? Streng deinen hübschen Kopf nicht an. Bitte trink jetzt nicht. Wirklich betrunken? Ja. Mein Vater sagte einmal, ein Betrunkener wirft Steine in seine eigenen Fenster. Da hat er recht. Es wäre sehr reizend gewesen, jetzt wieder Nein zu sagen. Gut, also nein. Es ist mir doch nicht gelungen, dich zu erziehen. Was willst du eigentlich von mir? Was tue ich denn? Nichts, nichts. Eine Frau in meinem Alter, so gesund sie auch sein mag, wird immer an einem leiden. An Erinnerungen. Sie haben die Neigung, lebendiger zu sein als man selbst. Der Regen, der die Scheiben klopft, dass man plötzlich den Kopf wendet. Regnet es wirklich? Nein, es regnet nicht. Und ich sage dir, es regnet. Der Regen vom 16. Juni vor 11 Jahren, als wir zusammen eine Taxe nehmen mussten, die einzige. Deine Stimme gefiel mir, deine Augen, dein Blick. Ich hatte gerade einen Hund verloren und fühlte mich so einsam. Du kannst mich nicht kränken. Will ich das? Wie du mich missverstehst. Warum verstehst du so wenig? Mein Vater... Stimme sind Sprichwörter. Ja, er war viel klüger, als er sein durfte und hatte dadurch nie Erfolg. Sicher sagt er wieder so etwas. Ja, mein Schlaukopf. Er sagte, Elise, zum Beten faltet man die Hände. Was ist daran Besonderes? Ich konnte das nie.